Hintertürchen. Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 3.12. Und mir geht's besser, aber ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Trotzdem werde ich heute zur Arbeit gehen. Mit Medikamenten werde ich schon schaffen. Und ja, warum und wieso, habe ich ja gestern schon ein bisschen angedeutet. Ich will halt irgendwie nicht der Arsch sein, von dem es heißt, er macht nur krank oder so. Außerdem will ich meine Kollegen in der Küche, und zwar nur die in der Küche, nicht im Stich lassen. Block 112, habt ihr vielleicht schon gesehen. Damit bin ich gerade fertig geworden mit der Bearbeitung. Und das ist echt ein bisschen cool, weil das Block insgesamt 40 Minuten lang ist. Plus minus. Und aus Aufnahmen bestand, die von 4 Kameras gemacht wurden, gleichzeitig, und das bearbeitet werden musste. Und dann bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, dass ich es trotzdem voll in der Zeit geschafft habe. Also mit abends hinsitzen, anfangen zu bearbeiten, morgens fertig machen. Jetzt läuft der Upload gerade zu YouTube. Ich habe es natürlich nicht geschafft, nochmal komplett anzuschauen jetzt, bevor ich den Upload starte. Ich hoffe, ich habe da jetzt irgendwie keinen großen Fehler drin gehabt beim Bearbeiten, aber ja, trotzdem ganz cool. Und alle, die es noch nicht gesehen haben und sich denken, boah, 40 Minuten, ich bin nur die ersten 2 oder 3 Minuten allein im Block zu sehen, später ist Jens dabei, was das Ganze sehr unterhaltsam macht und die 40 Minuten erträglicher. Was ich wieder vergessen habe, was ich meistens vergesse, ist ein cooles Foto zu machen als Vorschaubild. Naja, jedenfalls war ich sehr dankbar gestern Abend schon bei der Bearbeitung, dass mein Rechner so viel Power hat, so viel Arbeitsspeicher, ganz besonders, und über diesen großen Bildschirm. Die 27 Zoll waren da echt sehr hilfreich, und hätte ich mir jetzt, also mit dem MacBook hätte ich das nicht geschafft, mit dem MacBook Pro hätte ich jedenfalls nicht rechtzeitig fertig geschafft. Vielleicht hätte die Bearbeitung trotzdem gepasst oder hätte ich die trotzdem machen können, aber es hätte deutlich länger gedauert. Von daher war das schon mal gut so. Naja, ach, schaut es euch einfach an. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr es euch anschaut und wenn ihr dann auch einen Kommentar dazu abgibt. Zumindest der Jens und ich, wir hatten gestern Spaß dabei, sehr viel Spaß dabei. Ich habe Tränen gelacht. Das ist fast nichts rausgeschnitten. Also ich habe eigentlich alles drin gelassen, bis auf 2 so kleine Sachen, die ich rausgenommen habe, wo ihr aber nichts verpasst habt. Ja, ansonsten habe ich alles drin gelassen und das alles so schneiden können, dass nur die Kameras mal gewechselt sind. Naja, auf jeden Fall Final Cut Pro. Ich bin ein großer Fan. Und die Funktion Kameras oder Clips synchronisieren, ziemlich geil. Heute auf der Arbeit, und das zumindest für mich auch gut gewesen. Es war auch richtig, zur Arbeit zu gehen, es war okay. Ja, ich habe mich nicht so schlecht gefühlt, dass ich irgendwie dachte, scheiße, war die falsche Entscheidung.
Aber wie sagt, auch nicht so viel los. Morgen ist ein bisschen mehr. Mal gucken, morgen nehme ich erstmal keine Medikamente. Ich glaube, das schaffe ich morgen dann auch so. Ich denke, das geht jetzt wieder. Bisschen Rotze ist natürlich noch, aber ist auf dem Weg der Besserung auf alle Fälle. Ansonsten, ja, gibt es erstmal nichts weiter zu sagen. Von daher sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video und lasst doch mal einen Kommentar da. Einen Daumen hoch oder was auch sonst. Tschüss. warte mal kurz, ich hab die Kamera noch nicht rechtzeitig angehabt. Würdest du das bitte davon wiederholen?